Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Single LS17 aus dem Inntal in Oberbayern. Nachdem wir jetzt hier fleißig geschwadert haben mit dem Vorführer in der letzten Folge, hauen wir mal in dieser Folge den Schwad runter, habe ich ja gesagt gehabt. Wir haben vom Lohner hier so einen etwas älteren Jaguar 840 gekriegt. Und da ich nicht genau weiß, wie schnell die voll werden, beziehungsweise wie lange meine Abfahrer brauchen, ne, quasi Emily, Sepp und Herbert, habe ich einfach mal alle drei eingestellt. Wir haben ja die Möglichkeit. Gut, Emily muss dafür mit einem kleinen Ladewagen fahren. Ist so. Ja, Sepp und Herbert teilen sich quasi den Johnny und den Tatra. Hoffen wir mal, das funktioniert alles soweit. Emily funktioniert auf jeden Fall. Silage haben wir nebenbei auch schon ein bisschen was verkauft. Ja, da haben wir den Radlader wieder die Raupe wieder hingestellt. Und mit dem großen Förderband, was da eh schon stand, schieben wir mal ran und dann können die das quasi verkaufen. Bin mal gespannt, ob gleich der nächste kommt. Ich hoffe es einfach mal. Sieht ein bisschen wild aus, wie Emily da fährt, das ist klar. Aber ist halt auch die erste Bahn. Dafür ist es gut, dass Emily da ist. Die kriegt das wenigstens ein bisschen besser als die anderen beiden. Emily? Lisa? Habe ich Emily? Sag ich die ganze, habe ich die ganze Zeit Emily gesagt? Ich meine Lisa. Entschuldigt. Emily hat das über Borcher See gut hingekriegt. Ja. Ist das schon der nächste eigentlich da? Nö. Kommt da einer? Nö. Hä? Ah, da hinten. Doch, kommt einer. Gut. Na, nur aber mal ein bisschen Hackengas, ne? Wer auch immer da drin sitzt. Wird ein bisschen eng hier. Muss ich tatsächlich mit meinem Häcksler hier stehen bleiben? Okay, gewagt. Ja, okay. Ich lasse sie einfach mal fahren. Ja, komm mal ran da jetzt auf den Meter. Ja, Sepp. Oh ja. Ah, hab ich die Ruhe weg, ne? Herbert ist da hinten auch schon angekommen. Achso, wir haben unseren IT-Runner übrigens umgefärbt jetzt. Wieder neu lackiert, ne? Quasi. Also sieht man nicht, ist nämlich ziemlich dreckig. Komm ran. Kann doch nicht wahr sein hier. Sepp, beim nächsten Mal geht das mal ein bisschen schneller, ne? Hoffentlich funktioniert das alles soweit. Also ich schätze mal, dass wieder in der BGA wieder ein Haufen an einer Stelle gekippt wird. Also ich denke mal, die Folge sollte noch passen, aber ich denke, spätestens danach muss ich da wahrscheinlich hin ein bisschen schieben. Wahrscheinlich muss ich jetzt schon währenddessen mal hin. Wenn die Traktoren dann quasi wieder auf dem großen Haufen stehen bleiben, weil sie das immer noch nicht... Also, dadurch, dass er halt mit der Geschwindigkeit runtergeht beim Auskippen, bildet sich am Anfang immer dieser große Haufen. Aber der Radlader, die Raupe... Ich hab's heute mit dem Radlader. Die Raupe steht da, aber von daher sollte das eigentlich funktionieren. Oh, mal ein bisschen Piano hier. Sehr schön. Nicht, dass wir da Lisa im Weg fahren, das wäre nicht so schön. Untergestell vom IT-Runner haben wir diesmal in schwarz gestaltet und den Aufbau grün. Beim letzten Mal war es, glaube ich, beides rot. Haben wir jetzt mal umgestaltet. Wenn das eh schon lackiert werden muss, was soll das, ne? Was soll der Geiz? Ja,
Ah, wir fahren da vorne, glaube ich, mal einfach stumpf um die Kurve. Lassen wir den Anfang mal so ein bisschen liegen. Weil da jetzt an Herbert quasi vorbei. Nee, 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 nee. Machen wir nicht. Keine Experimente. Also Herbert wird tatsächlich interessant, wenn der in der BGA ankommt mit Anhänger. Also LKW und Anhänger, was er entleeren muss. Das wird interessant. Und die anderen beiden, das ist doch deutlich einfacher. Die müssen nur auskippen. Wieso ist denn der noch nicht losgefahren? Eingeschlafen? Herbert? Hallo? Nuhü? Och, Sepp, Mensch! Ich hasse das. Wieso können die nicht einfach stumpf auf dem Feld drehen? Wieso müssen sie so quasi 30 Kilometer Radius drehen? Ich verstehe es immer nicht. Vor allem von hier. Das ist doch überhaupt kein... Sag mal, willst du mich jetzt ver... Ja, jetzt bleib mal am Stein hängen hier. Komm, hör auf mit dem Mist. Cosplay und ich, wir werden definitiv keine Freunde. Definitiv nicht. Das kann doch nicht so schwer sein. Im 15er sind die Helfer so gut gefahren. Und hier kriegen die Deppen gar nichts hin. So. Weiter geht's. Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja. Also so brauchen wir definitiv auch keine drei Abfahrer, weil wenn wir da jedes Mal korrigieren müssen. Was ich sehr interessant finde, so bescheuert das jetzt klingt, aber wir haben es beim Livestream auf der Bolcher See gesehen und wir haben es jetzt gerade hier gesehen. Also die weiblichen Helfer scheinen irgendwie wie besser zu funktionieren. Anscheinend. Was ich persönlich ein bisschen komisch finde. Aber gut, soll wohl so sein. Na ja, Bad. Hier müssen. Also hier habe ich nur vorhin gerade gezogen gehabt mit der. Mit dem Schwader, das hat gerade so gepasst gehabt. Aber hier müssen wir natürlich eine Kurve fahren. Wir die beiden äußeren Bahnen fertig haben und dann können wir endlich rauf runter. Dann kommen wir langsam vom Feldrand weg, dann bleiben sie vielleicht nicht an Bäumchen hängen hier, ne? Kann ja schlecht die ganze Map abroden, nur damit die Helfer mal ein bisschen vernünftig fahren können. Sag mal. Ich wollte gerade fragen, wie weit weg du noch stehen bleiben möchtest. Kommt aber doch schon wieder einiges zusammen. Also wenn man jetzt überlegt, dass wir gleich drei Anhänger voll haben. Also sogar vier, wenn man die Zugmaschine hier mitrechnet. Kommt einiges auf jeden Fall wieder runter. Obwohl es halt nur die erste zweite Wachstumsphase ist.
Komm ran. Was fährst du denn 30 Kilometer Abstand? Hat jemand Lisa schon gesehen? Nö. Das wird knapp. Also vielleicht hätte man sogar noch einen vierten Abfahrer haben müssen. Also können wir uns vielleicht gleich vernünftig ausrichten. Da sehe ich noch nichts. Ne. Ich möchte jetzt auch nicht schon wieder die Karte aufmachen. Weil noch haben wir ja ein bisschen Luft nach oben. Komm rum, komm ran. Nicht so weit Abstand. Das ist das, was ich in dem Livestream auch gesagt hatte. Wenn die ein bisschen weiter vorfahren, dann haben die echt ein bisschen Probleme damit zu halten, wenn du deine Lenkbewegung machst. Weil wird halt auch nur berechnen, ne? Er berechnet halt, wir müssten weiter geradeaus fahren. Und wenn man dann eine Kurve macht, dann muss er natürlich erstmal reagieren, ne? Ist ja nicht wie in Real, wo die wissen, dass man eine Kurve macht. Keine Panik, keine Panik. Herbert, alles noch gut. Fahren jetzt mal so ein bisschen außen rum. Wir setzen ein Stückchen weiter drüben wieder an. Komm her, hier machen wir, hier fahren wir rum. Herbert, dreh. Komm ran. Mit deinem schicken weißen Jackett. Ah, da ist sie. Oh, das sieht. Boah, sieht fast perfekt aus, oder? Lisa im Anmarsch. Ich meine, wir müssen wieder anhalten, aber ist ja egal. Hauptsache, sie ist da. Relativ pünktlich, also sollte passen. Sieht tatsächlich mal nach einem, nach einer gelungenen Einstellung aus, bis auf das Sepp im Baumhang, der Depp. Aber sonst. So, Lisa. Ich warte. Na ja, jetzt fährt Herbert auch vernünftig. Jetzt fährt er schön übers Feld. Witzig wäre gewesen, wenn er jetzt im Baum hängen geblieben wäre. So, ja, jetzt fährt er vernünftig. Jetzt zack, hängt ein Baum. Müssen wir aufpassen. Der Tatra ist schon an der Schranke von der BGA hängen geblieben, obwohl es eigentlich so eingestellt war, dass er das nicht sollte. Also von der Geschwindigkeit her langsam durchgefahren, aber irgendwie trotzdem. Hm, mal im Auge behalten, was jetzt gleich passiert. Wobei, da ist das Kamerateam vielleicht schon weg. Da müssen wir nicht extra hin. Das wäre sehr optimal. Ja, ich sollte mir das angewöhnen, vielleicht das entweder mit einem Sattelauflieger zu machen, anstelle von dem Tatra, oder noch ein Traktor mit Anhänger. Das funktioniert deutlich besser mit dem Häcksler. Was dieses Vorfahren und Ranfahren dann wieder angeht, ne? Seht ihr ja jetzt hier. Klappt deutlich besser.
Und wir haben ja noch, ich glaube, wir haben... Kann dieser Fan Huis, der kann doch auch krass laden, ne? Ja, ja klar, das ist ja für Silage und das alles. Also müsste eigentlich ja funktionieren. Da haben wir ja dann noch einen Anhänger. Wobei, das sind dann zwei kleine, ne? So, der LKW hat natürlich Volumen. Was er fasst. Na, mal gucken. Vielleicht irgendwann mal doch mal so einen großen Krone holen. Aber wir hoffen, dass Sepp gleich rechtzeitig da ist. Wobei, nee, diesmal wird er nicht rechtzeitig sein. Glaube ich nicht. Ja, wäre schön, weil dann hätte ich tatsächlich optimal geplant. Aber ich glaube nicht. Wir haben ja leider keinen vierten Helfer mehr, sonst hätte man den MF noch losschicken können. Ah, nee, guck mal. Ich glaube das nicht. Also das nenne ich mal optimiertes Arbeiten. Wenn sie jetzt noch pünktlich, also wenn jetzt gleich schon einer hinter ihm stehen würde, also wenn er gleich rauffahren würde, anstatt erst da hinten hin. Und quasi man eine 1 weitermachen könnte, ja, wäre es noch perfekter, aber so. Ich bin echt gerade begeistert. Ich muss es einfach sagen. Ich weiß, Eigenlob stinkt, aber... Ich bin begeistert. Sauber. Sehr schön, gefällt mir. Macht doch gerade richtig Spaß, wenn das so läuft. Und sie sind leer, wenn sie wiederkommen. Ist mir auch, ich weiß gar nicht, irgendwo in irgendeiner Folge war mir das mal passiert, da sind die Dinger voll geblieben. Da habe ich so blöde gefahren, da sind die einfach voll geblieben. Das war echt Mist. Ich hoffe mal, Sepp hat sich jetzt beruhigt, nicht, dass er gleich schon wieder irgendwo hängt. Aber, liebe Leute, ich würde sagen, ich mache das Ganze hier mal fertig. Oder wir machen das Ganze hier mal fertig. Das soll es für heute gewesen sein. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Hoffe, das Video hat ein bisschen Spaß gemacht. Würde mich freuen, wenn ihr ein Abo, Daumen hoch und Kommentar da lasst. Schaut sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein. Und dann wünsche ich euch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und sag, bis zum nächsten Mal.